Leerstände, wie vor denen wir heute alle standen, gibt es hunderte in Regensburg. Dutzende gewerbliche Räume, wie zum Beispiel in der Maximilianstraße 2a, 6 und 9a oder auch denen hier gleich um die Ecke am Kassiansplatz 4a und 5. Am Fahrplatz 4 stehen leer. Die Liste ist endlos. Bei Wohnräumen sieht es noch übler aus. Von unter Easting bis in die Konradsiedlung, von Großprüfening bis nach Tegernheim, Regensburg ist von einem Netz aus Leerständen überzogen. Gleichzeitig leben viele Menschen auf der Straße oder suchen vergeblich nach bezahlbarem Wohnraum. Dafür wird inmitten der Stadt ein neuer Stadtteil aus dem Boden gestampft, das Dörnberg. Mindestens 14 Euro kostet jeder Quadratmeter. Für normal verdienende Menschen oder Familien unbezahlbar. Aber ein solches Klientel ist ja auch nicht erwünscht. In die schicken weißen Neubauten soll nur der kleine Teil der Gesellschaft ziehen, der durch die fehlende Wohnraum nach oben gedrückten Preise noch leisten kann. Generell wird Regensburg immer mehr zu einer Stadt für Reiche und Touris umgebaut. Wir sehen es an jeder Ecke. Ob Betretungsverbote auf den Grünflächen, Alkoholverbote überall, Pech für die, die sich eben kein Bier für 3,50 in der Bar leisten können. Früher kleine Läden, jetzt Coffee Fellows, teure Restaurants und Banken säumen jetzt den Fahrplatz, nachts gut geschützt von einem absurden Polizeiaufgebot. Alternatives und Subkulturelles wird verdrängt, Jugendliche und junge Menschen suchen nach Wohnraum, während nicht nur in Regensburg die Mieten immer mehr steigen. München bleibt als Exempel für unbezahlbaren Wohnraum, in Berlin wird der Mietendeckel gekippt. Soziale Verdrängung, sprich Gentrifizierung, oft unter dem Vorwand der Modernisierung, ist überall auf dem Vorwand. Die Verdrängung und Vertreibung sozial oder finanziell schwächer gestellter MieterInnen an zumeist dezentrale oder investitionsunfreundliche Orte wird dabei nicht nur in Kauf genommen, sondern ist wesentliches Merkmal der Gentrifizierung. Die ansteigende Wohnungs- und Treffpunktlosigkeit von benachteiligten Gruppen wird von den städtischen Regierungen im Konkurrenzkampf mit anderen Ketten größtenteils nicht aufgefangen. Die auf meistbietende und wohlhabende ausgerichtete Immobilienpolitik der unternehmerischen Stadt wirkt sich direkt auf alle MieterInnen aus. Um möglichst viel Gewinn aus einer Wohnimmobilie zu schlagen, können die EigentümerInnen Mietwohnungen beispielsweise in Eigentumswohnungen umwandeln oder einfach direkt als Ferienwohnung teuer weitervermieten. In meisten Städten, so auch in Regensburg, passiert gegen diese Entwicklung rein gar nichts. Sie ist von der Stadtverwaltung größtenteils erwünscht, um Hand in Hand mit Immobilienhain Kohle zu scheffeln. So wurde der letzte Oberbürgermeister Wohlbergs vor guten 3 Jahren wegen Spendenaffären über Immobilienkonzerne suspendiert. Der letzte CSU-Bürgermeisterkandidat Schlegel wurde erst Mai dieses Jahres wegen ähnlichen Vorwürfen verurteilt. Und. Auch die offizielle Stadtpolitik jetzt sieht nicht gerade besser aus. Zwar gibt es seit 2019 endlich eine Zweckentfremdungssatzung. Diese schließt aber bestehende Leerstände nicht ein und lässt Dutzende Hintertüren offen, sodass es praktisch unmöglich bleibt, auf rechtlichen Weg gegen Leerstände vorzugehen. Die Stadtverwaltung hat kein Interesse daran, die Stadt bewohnbar zu halten oder uns Freiräume zu gewähren. Das bedeutet, wir müssen sie uns nehmen. Wie heute vor allen Leerständen wollen wir zeigen, was sein kann, wenn wir uns nehmen, was uns gehört. Genau, das war die erste Rede vom Aufruf. Jetzt kommt die zweite. Menschen sind gemeinschaftliche Wesen. Wir fühlen uns wohl, wenn wir eine Gruppe um uns herum haben, die uns bestärkt, uns gut fühlen lässt und die uns für die Eigenschaften liebt, die wir am allermeisten an uns selbst hassen. In der Kindheit sollte im besten Fall die Familie eine Gemeinschaft darstellen, in der junge Menschen, die die unterschiedlichsten Lernprozesse durchmachen, ein geschütztes Umfeld finden. Wenn Kinder irgendwann zu jungen Erwachsenen werden und sich gedanklich neu orientieren, kann ihnen die Familie eine große Stütze sein. Kinder haben Flügel und sollten in die Welt fliegen können, aber immer wissen, dass sie in ihr Zuhause zurückkehren können. An Kindern sieht man, wie unschuldig und auch friedfertig Menschen sein können. Doch wenn Kinder schon von frühester Kindheit an in Verhältnissen aufwachsen, in denen sie mit Themen konfrontiert werden, die ihnen nicht gut tun, dann wird die eigentlich schützende Atmosphäre der Familie zu einer Qual. Wenn Kinder mit Problemen der Eltern zu früh konfrontiert werden, dann erschwert das ein ausgeglichenes Heranwachsen. Doch welchen Raum räumt man Jugendlichen ein, die sich gerne von ungesunden Verhältnissen lösen wollen, weil sie sie erkannt haben? Welche Hilfe können sich junge Erwachsene holen, wenn ihre Erziehungsberechtigten nicht mehr sind als Erziehungsberechtigte? Aus dem Gefühl der Hilflosigkeit kann man als junger Mensch nur schwer entfliehen. Vor allem dann, wenn man durch gesetzliche Vorlagen an die Eltern gebunden ist.
Wenn man nicht weiß, wo man hingehen soll, wenn man nicht weiß, wo man einen sicheren Raum findet, dann fühlt man sich schnell perspektivlos. Natürlich gibt es wirklich gute Hilfsangebote, doch oft kann es große Überwindung kosten, sich an solche Angebote zu wenden, denn die Angst, stigmatisiert zu werden, ist groß. Oft wissen junge Leute auch nicht, an wen sie sich konkret wenden können, wen sie um Rat bitten können, wenn die Eltern nicht so für sie da sind, wie sie es eigentlich sein sollten. Selbst auf einen Termin beim Psychologen wartet man monatelang, wenn man kein akuter Fall ist, obwohl doch viele Menschen das Bedürfnis haben, einfach nur zu reden. Wir dachten uns, warum sollten wir nicht versuchen, eine zugängliche Perspektive zu schaffen? Warum versuchen wir nicht, jungen Erwachsenen einen geschützten Raum zu geben? Einen Raum, in dem sie durch Unterstützung und Eigenverantwortung eine Gemeinschaft aufbauen können, die ihnen Sicherheit und Schutz bietet. Die es ihnen ermöglichen könnte, nicht von ihrem Alltag erdrückt zu werden und sie sich so mit viel tiefgreifenderen Fragen über ihr junges Leben beschäftigen können. Darum haben wir uns das ehemalige Gloria-Kino genauer angeschaut. Diese Räumlichkeiten stehen seit geraumer Zeit leer, obwohl sie optimal genutzt werden könnten. Sie verfallen mit der Zeit, ungenutzt, und Raum, der leer steht, verfällt ohne Sinn. Man könnte diesen Räumen einen neuen Sinn geben. Wir sollten den Geist der Zeit treffen und bereits bestehende Ressourcen schonend nutzen und sie umgestalten. Es ist ein Armutszeugnis, dass ganze Häuser verfallen, weil sie wirtschaftlich unrentabel sind. Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich ein Hauptraum mit einer Bühne. Über eine Treppe gelangt man in den ersten Stock, in dem sich eine Art Galerie befindet. Über einen Flur führt diese Galerie zu 4 bis 5 Zimmern. In einem davon befindet sich eine Teeküche. Wir dachten uns, der Hauptraum könnte als Gemeinschaftsraum dienen, in dem die Jugendlichen gemeinsam Zeit verbringen und sich mit Dingen beschäftigen, die sie interessieren. Die Bühne könnte als eine Art Kreativraum genutzt werden. Im ersten Stock könnte mit bereits bestehenden Anschlüssen eine Küche in die Teeküche eingebaut werden und die leerstehenden Zimmer könnten zu Schlafsälen oder Schlafzimmern umfunktioniert werden. Die Jugendlichen könnten ihre Gemeinschaft selbst verwalten, mit der tragenden Unterstützung von Psychologinnen und SozialarbeiterInnen. Dieses Projekt könnte von gegenseitiger Unterstützung leben, von Solidarität und Mitgefühl. Es könnte junge Menschen zusammenbringen, die die Chance haben sollten, sich aus ungesunden Verhältnissen zu lösen. Das ehemalige Gloria-Kino könnte ein Ort werden, zu dem Menschen gerne gehen, weil sie wissen, dass ihnen dort jemand zuhört. Es könnte ein vorübergehendes Zuhause werden, ein Ort der Ruhe, aber auch ein Ort der Spannung. Ich rede viel vom könnte. Lasst uns unsere Stimme nutzen, lasst uns darauf aufmerksam machen, was von der Politik seit Jahrzehnten ignoriert wird und aus dem könnte ein kann machen. Unsere Visionen sollten nicht länger überhört werden, weil sie ein Ziel verfolgen. Das Ziel, Menschen einen Raum in dieser Welt zu geben. Danke.